Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Review-Folge. Heute habe ich für euch zwei super kleine Lampen aus dem Hause Olight. Heute geht es um die S1 Mini Baton. Und diese habe ich in zwei verschiedenen Versionen, wobei den beiden die Unterschiede liegen, werde ich euch gleich näher erklären. Also, bleibt dran und seid gespannt. So, wie ihr sehen könnt, habe ich wieder Post bekommen von Olight. Habe dieses Mal von der Firma Olight die S1 Mini Baton zugesandt bekommen in zwei verschiedenen Versionen. Die eine hat 600 Lumen und macht eher ein kaltweißes Licht und die andere hat 450 Lumen und macht eher ein relativ warmes Licht. Wo die Unterschiede bei den beiden sind, da werde ich jetzt gleich mal im Einzelnen drauf eingehen. Fangen wir mit der 600er Version an. Kommen wir erstmal zu den Laufzeiten. Die Lampe hat, wie gesagt, 600 Lumen, reguliert dann runter auf 330 Lumen. Die Laufzeit im Turbo-Modus beträgt 1 Minute bei 600 Lumen und 55 Minuten bei 330 Lumen. Im High-Mode hat die Lampe immer noch 330 Lumen, eine Laufzeit von 60 Minuten. Medium 60 Lumen, 6 Stunden Laufzeit. Low Mode 15 Lumen, 30 Stunden Laufzeit. Und im Moon Mode 0,5 Lumen und hält dann 15 Tage. Des Weiteren haben wir eine Leuchtreichweite im Turbo Mode von 100 Metern, im High Mode 74 Meter. Im Medium-Mode 35 Meter und im Low-Mode 22. Die Lampe ist wasserdicht nach IPX8 Standard, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,50 Meter. Die Größe, und diese Lampe ist wirklich winzig, die Größe beträgt 54 x 21 mm. Also das ist wirklich ein ganz kleines Teil. Das Gewicht inklusive Akku beträgt 43 Gramm, also absolutes Leichtgewicht und man kann es einfach wirklich überall hin mitnehmen. Und dann haben wir die S1 Mini Baton in der HCRI-Version. Das heißt, dass sie halt ein wärmeres Licht bringt. Und nicht so ein Kaltweiß. Da haben wir folgende Spezifikationen. Im Turbo-Mode mit 450 Lumen läuft sie 1 Minute, reguliert dann runter auf 250 Lumen und läuft dann auch 55 Minuten. High-Mode 250 Lumen, 60 Minuten. Medium 50 Lumen, da läuft sie 6 Stunden. Im Low-Mode mit 12 Lumen läuft die Lampe 30 Stunden und im Moon Mode auch wieder 0,5 Lumen, 15 Tage. Zur Reichweite im Turbo Modus 70 Meter, im High Mode 50 Meter, Medium 27 Meter und im Low Mode immerhin noch 18 Meter. Auch die Lampe ist nach IPX8 Standard wasserdicht, stoßfest bis zu einer Fallhöhe von 1,50 Meter. Die Größe der Lampe ist identisch mit der 600 Lumen Version, 54 x 21 mm und das Gewicht ist ebenso gleich, beträgt inklusive Batterie 43 Gramm. So, dann wollen wir mal schauen, was sich in dieser schönen schwarzen Verpackung verbirgt. Machen wir das Ganze hier oben mal auf. Dann kann man hier schon einen Fall sehen. Da ziehen wir dann einfach mal dran.
dann ist der Karton schon leer. Das ist alles kompakt hier zusammengerödelt. Dann wollen wir das Ganze mal auspacken. Wir haben hier drin ein Micro-USB-Ladekabel. Wir haben hier außerdem eine Bedienungsanleitung und einen kleinen Werbeprospekt, wo dann auch wieder auf einige hingewiesen wird. So, und dann kommen wir natürlich zu dem Highlight. Das ist dieses kleine Lämpchen hier. Die Lampe ist echt verdammt klein. Guckt euch das mal an. Die ist echt nicht groß. Wenn man die so in der Hand hat, die ist echt winzig. Ja, was ich hier einfach schön finde, man hat hier wieder einen Pocket Clip verbaut, der auch sehr stabil ist. Also man kann die Lampe super an Gürtel befestigen, am Rucksack, an irgendeiner Tasche, und das hält auf jeden Fall. Hier vorne steht dann auch nochmal drauf, dass die Lampe 6500 Kelvin hat, ein CRI-Wert von 70 und hier unten, dass sie 600 Lumen hat. Ja, was ich noch erwähnen könnte oder sollte, ist auch, dass die Lampe, also die Endkappe hier hinten, ist magnetisch, hält also an allen metallischen Gegenständen, dass man halt auch freihändig arbeiten kann, wenn man die Lampe irgendwo im Einsatz hat. Was ich auch sehr schön finde, die Lampe hat hier in diesem Knopf mittlerweile auch wieder eine rote LED verbaut, die dient einerseits zur Akkustatusanzeige und andererseits, wenn man die Lampe halt gesperrt hat, symbolisiert dieser rote Punkt einfach, dass die Lampe gesperrt ist, sich nicht einschalten lässt. Einschalten kann man die Lampe ganz einfach, man hält einfach diesen Knopf gedrückt, eine kurze Sekunde, und dann schaltet die Lampe sich auch schon ein und in die einzelnen Leuchtmodi kommt man einfach wie gewohnt, indem man einfach den Knopf gedrückt hält und dann schaltet die Lampe durch in die einzelnen Modi. Außerdem, wie bekannt, zweimal drücken, um die volle Leistung zu haben von 600 Lumen. Dreimal drücken, um in den Strobe Mode zu kommen, um die Lampe zu sperren, ganz einfach wieder den Knopf gedrückt halten. Dann bestätigt die Lampe das kurz und danach ist sie gesperrt und aus. Also da ist dann halt kein versehentliches Einschalten mehr möglich, wenn man die in der Tasche transportiert. Betrieben wird die Lampe übrigens mit einem wiederaufladbaren Akku. Da hat man hier oben eine Ladebuchse verbaut, dass man das jederzeit unterwegs auch wieder aufladen kann. Finde ich eigentlich ganz praktisch, wenn man unterwegs ist, einfach mal kurz an die Powerbank anschließen und unterwegs einfach aufladen. Eigentlich ganz schön gemacht. Und dann natürlich noch, dass die Endkappe, wie ihr sehen könnt, magnetisch ist. Ich werde euch das aber später nochmal zeigen, wenn wir die Lampe testen, dass man die Lampe dann auch irgendwo befestigen kann. Ja, das ist halt die 600 Lumen Version, die, wie ich jetzt schon mal finde, echt kompakt ist, und bin davon auch gerade echt begeistert, dass sie so klein ist. Finde ich relativ gut. Gut, dann kommen wir jetzt mal noch zu der anderen Version.
der HCRI-Version. Die ist von der Ausstattung her, haben wir ja schon festgestellt, von den Laufzeiten her fast identisch mit der 600 Lumen-Version. Bis auf, dass die Lampe halt ein relativ warmes Licht wiedergibt. So, dann haben wir natürlich noch mal ein bisschen Platz. Auch hier wieder ein Lanyard. Okay, hier ist ein Lanyard bei der anderen nicht. Oder ich habe es vielleicht irgendwo liegen lassen, als ich es schon mal ausgepackt habe. Auf jeden Fall, wir haben hier ein Lanyard bei, eine Bedienungsanleitung und einen kleinen Werbeprospekt. Dann natürlich das Micro-USB-Kabel und auch hier wieder die Lampe selbst. Das ist jetzt die HCRI-Version. Steht auch hier hinten nochmal gekennzeichnet. Bei der 600 Lumen-Version hat man es halt hinten nicht. 600, das ist die 600 Lumen-Version, das ist die HCRI-Version, die relativ warmes Licht machen soll. Diese Lampe hat einen Wert von 5500 Kelvin, einen CRI-Wert von 90, also es kommt dem Sonnenlicht schon relativ nah. Vorne ist auch nochmal angezeigt, dass sie 450 Lumen hat. Bei der Lampe sieht man halt vorne, dass die Linse diffus gehalten ist, im Gegensatz zu der 600er Version. Auch hier hat man wieder eine magnetische Endkappe, um das irgendwo dran zu pappen. Auch hier ist diese LED verbaut. Also die Lampen sind komplett baugleich. Und auch hier kann man dann schon einen Unterschied sehen, dass das einfach viel angenehmeres Licht ist als bei der 600er Version. Das ist viel, viel weicher, viel angenehmer, gerade wenn man Fotograf irgendwie was ausleuchten möchte und nicht unbedingt immer so harte Schatten haben möchte, kann man die eigentlich ganz gut nutzen dafür. Auch hier ist wieder die Schaltfolge. Das ist der Moon Mode. Danach schaltet man ganz einfach über gedrückt halten durch. Auch hier wieder zweimal tippen, um auf die volle Leistung zu kommen. Und dreimal tippen, um in den Strobe Mode zu kommen. Die Lampe kann man halt auch genauso sperren wie die andere auch. Von der Größe her sind die beide identisch. Ja. Also echt zwei wunderschöne kleine kompakte Lampen. Und preislich liegen die momentan im Blitzangebot bei, ich glaube, 49 Euro. Ich werde euch den Link zu der Seite auch unten in die Videobeschreibung packen. Und ansonsten sehen wir uns einfach gleich wieder im Praxistest und schauen dann mal, was die beiden kleinen Lämpchen im Dunkeln so können. Dann sage ich mal, bis gleich. Tschüss. So, jetzt hat mich der Weg halt doch noch zu einer Location geführt. Ich konnte da doch nicht warten, bis es dunkel ist draußen. Ich befinde mich gerade hier in einem Bunker einer ehemaligen Kaserne. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an mit der S1 Mini Beighton mit der 600 Lumen Version. Werde jetzt mal das Videolicht hier ausschalten und dann schauen wir mal. Also aktuell, wie ihr sehen könnt, ist die Lampe noch gesperrt. Ich entsperre die jetzt mal und dann dürftet ihr erstmal noch nicht sehen, weil ihr dann in diesen
Moon Mode schaltet und dann den Schalter gedrückt hat, dann sind wir im Low. Bei Low dürftet ihr schon leicht was sehen. Da ist eine Ecke, da ist eine Tür, da geht es auch um die Ecke. Dann Medium. Jetzt High. Im High Mode seht ihr dann schon bedeutend mehr. Und dann der Turbo-Modus durch Doppeltippen. Dann im Turbo-Modus. Das Lustige ist, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja, man sieht es ganz leicht, dass hier diese ganze fluoreszierende Phosphorfarbe noch vollkommen intakt ist. Dann haben wir natürlich noch durch dreimal Tippen den Strobo-Blitz. Ja. Das wäre dann die 600 Lumen Version. Dann kommen wir jetzt mal zu der HCRI Warmlicht Version. So, aktuell ist das Videolicht wieder an. Ich werde jetzt mal die HCRI Version entsperren. Im Moon Mode solltet ihr nichts sehen. Low sieht man bedeutend weniger. Medium und dann High. Aber man sieht, es ist ein ganz anderes Licht. Jetzt noch der Turbo-Modus mit vollen 400. Doch diese Lampe hat Stroboskoplicht. Aber, wie gesagt, mir gefällt das Warmlicht gerade zum Fotografieren viel besser als unbedingt immer dieses Kaltlicht. Und ja, die HCRI-Version ist auch mittlerweile in meine Fotoausrüstung mit integriert. Und ja, ich werde euch den Link zur Seite und zu dem Produkt unten in die Videobeschreibung mit hineinpacken. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da und auch ein Abo, damit ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns die Tage zu einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.